Hallo und willkommen bei German Blank in Ärger und Views. Heute mit einem Video zu einem Hobby von mir, dem ich in letzter Zeit viel zu wenig nachgehe, nämlich dem Bogenschießen. In dem Fall hier dem Reiterbogenschießen mit einem koreanischen Reiterbogen. Das hier ist der Kaya KTB Carbon. Wunderschöner Reiterbogen von Kaya. Hier in der Größe 48 Zoll und mit einem Zuggewicht von 50 Pfund. Das ist aktuell so das Zuggewicht, was so das Maximum bei mir darstellt, dass ich zitterfrei lange vernünftig schießen kann. 50 Pfund ist aber auch schon ganz schön ordentlich hier, das macht echt Bock. Die Pfeile haben dann schon ganz schön Dampf. Ich werde euch hier in dem Video den Bogen nochmal in der Nahaufnahme zeigen, was zu Materialien sagen. Ich werde auch zeigen, wie man bei so einem Reiterbogen die Sehne aufspannt, da man die nicht so aufgespannt lagern sollte länger. Ich werde euch in der Nahaufnahme die Daumentechnik zeigen, wie das funktioniert. Die Technik, mit der man solche Reiterbögen schießt und hoffentlich auch treffen. Jawohl. Also, viel Spaß damit. So, ich versuche jetzt mal in der Nahaufnahme ein bisschen was zu zeigen. Hier seht ihr das Griffstück. Das hat man so in der Hand. Das ist hier so eine Art, das ist so ein sehr festes Gummi, umwickelt mit diesem bedruckten Ziegenleder. Hier hat man diese wunderschöne Schnur, die ist so schwarz, so orange-gold. Genau. Dann habt ihr hier auch den ganzen Bogen bespannt mit diesem bedruckten Ziegenleder. Hier innen habt ihr die Infos stehen, dass es ein KTB ist. 48 Zoll, 50 Pfund Zuggewicht. In koreanischen Lettern. Wenn ich jetzt nicht sagen kann, was das heißt. So, hier dann das Ende auch nochmal diese Schnur. Dann diesen Puffer hier. Das ist auch so ein Hartgummi. Dann habt ihr hier Ahorn und hier Leder. Auf der anderen Seite ist wirklich sehr, sehr schön verarbeitet. Wunderschöner Bogen. Kaya hat so einige, der, ich glaube, Windfighter heißt er, da will ich auch noch mal was von zeigen. Ist auch ein toller Bogen. Habe ich aktuell nicht mehr. Leider. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Bogen, top verarbeitet. Hier rechts seht ihr, beim Reiterbogen legt man ja rechts an von außen. Und da wird das Leder natürlich naturgemäß durchs Abschießen der Pfeile ein bisschen abgewetzt. So sieht es auf der anderen Seite aus. Aber das ist noch alles super. Genau. So, zum Sehne aufspannen. Nehmt jetzt erstmal den unteren Teil vom Bogen, das ist da, wo unterhalb des Griffstücks die Infos gedruckt sind. Nehmt die Sehne mit dem längeren Sehnenteil nach unten. Also an der Sehne ist ein Teil hier, das hat mehr Sehne bis zum Mittelstück, das kommt nach unten. Dann legt ihr den so über diese Stelle, wo die Sehne schon dran ist, die untere, über euer Fußgelenk. Guckt, dass die Sehne auch über den Puffer geht. Dann hier das Griffstück ins Kniegelenk hier oben reinfassen, dann das Sehnenende nehmen und biegen und das war's. Ihr müsst gleichmäßig biegen, in eins durch, das ist wichtig, dass ihr hier über diese Puffer die Sehne führt, ne? Unten wird zuerst eingehakt, dann über den Puffer führen. Ja, so wird die aufgespannt und wenn ihr fertig seid mit Schießen, das gleiche wieder rückwärts, hier wieder ran, Bein hier durch, in die Kniekehle das Griffstück, hier festhalten und an der Stelle hier, da drückt ihr jetzt nach vorne und nehmt die Sehne ab. Zack, das war's. Und dann habt ihr wieder das charakteristische C, diese C-Form, deswegen diese Art von Bögen auch C-Bogen genannt wird, weil die im entspannten Zustand wie ein C aussehen. Das kurz zum Aufspannen und Abspannen. Der Bogen selber ist tatsächlich federleicht. Das genaue Gewicht habe ich jetzt gerade irgendwie nicht im Kopf. Ich werde es euch hier mal einblenden. Genau. Jetzt zeige ich euch mal, wie das mit dieser Daumentechnik funktioniert. Also ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr Anfänger seid oder wenn ihr länger schießen wollt, auf jeden Fall so einen Daumenschutz. Link packe ich euch mal rein. Gibt es bei Amazon ganz günstig, diese Lederteile. Weil das sind jetzt hier 50 Pfund, aber auch wenn ihr 30 Pfund habt oder 25 Pfund, ist das sehr ungewohnt für den Daumen, nur mit dem Daumen diese Kraft halt zu halten und zu ziehen und auch beim Loslassen.
dieses über die Haut rubbeln, da habt ihr nach ein paar Schuss, ist der Daumen blank und schmerzt. Das dauert eine Weile, bis ihr da ein bisschen Hornhaut habt. Dann kann man auch mal ein paar Schuss ohne Daumenschutz machen. Daumenring gibt es auch, die man benutzen kann. Ich persönlich mag es lieber, ein bisschen mehr Kontakt zur Sehne zu haben. Und das hat man mit so einem Lederstückchen hier mehr als mit so einem harten Daumenring. Deswegen benutze ich diese Ringe nicht. Könnt ihr natürlich aber ausprobieren, was euch besser liegt. Ich mag lieber den Kontakt zur Sehne. Ich schieße auch gerne mal ohne Daumenring. Aber jetzt, wo ich hier ein paar Schuss mehr mache fürs Video, vorher und nachher noch und so weiter, deswegen benutze ich auf jeden Fall diesen Daumenschutz hier, ne? Das funktioniert dann so, also nicht wie beim Jagdrecurve. Ihr habt ja auch keinen Pfeilrest, wo ihr den irgendwie auflegen könnt oder so, dass ihr den von links auflegt. Das macht ihr nicht. Ihr geht hier von rechts mit dem Pfeil ran, knockt den dann im oberen Drittel dieses Mittelteils hier ein. Könnt das hier dann noch so kurz festhalten. Dann geht ihr mit dem Daumen unterhalb des Pfeiles um die Sehne rum, haltet die quasi hier so, ja, im Bereich des Daumengelenks und verriegelt dann den Pfeil von außen mit dem Zeigefinger. Mal gucken, ob ich das irgendwie drauf kriege. So sieht das dann aus. Daumen geht rum, Zeigefinger drückt gegen den Pfeil. Dadurch braucht ihr hier nicht mehr festhalten und könnt dann auch so genau nicht. So, und könnt dann halt auch so schießen, dass der Pfeil da unter ist. Weil ihr drückt ihr mit dem Zeigefinger quasi wieder daran. Ne? So. Man kann in allen Positionen schießen. Das ist ja ursprünglich, sind die ja dafür gedacht, Reiterbögen, ne, auf dem Pferd zu schießen. Deswegen auch relativ kurz die meisten Reiterbögen. Ihr könnt die natürlich auch ohne Pferd schießen. Ne? Und ihr könnt aus allen Positionen das hier mit dem Zeigefinger verriegeln. Und könnt dann dieses instinktive Schießen wäre dann quasi mit dem, ja, mit der Faust einfach Richtung Ziel zeigen, spannen und schießen. Das geht schon ganz gut, ne? Also zack, Daumen rum und dann von hier den Zeigefinger gegen den Pfeil und dann ausziehen und schießen. Und den braucht ihr am Anfang definitiv. Entweder den Daumenring oder wenn ihr mehr Kontakt zur Sehne haben wollt, weil ihr dann danach auch gerne mal ohne Daumenschutz schießen wollt. Dann ja, macht das schon Sinn. So sieht das Ganze aus. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Ich mache hier so einen Holzpfeil. Von außen und rechts außen anlegen. Im oberen Drittel einnocken. Kurz fest und dann von unten Daumen rum verriegeln mit dem Zeigefinger. So sieht das aus. Ja. Und dann könnt ihr halt wie gesagt auch so schießen, ne, weil ihr den Druck mit dem Zeigefinger auf den Pfeil gegen den Bogen ausüben könnt. Und dann zieht ihr und schießt. So, ich schieße jetzt einfach mal 5 Schuss. Gehen wir mal ran. Einen habe ich verrissen hier unten. Die anderen sind alle relativ gut angekommen hier. Ich habe diese alte Stronghold-Matte genommen, weil ich mein eigentliches Ziel heute vergessen habe. Und das hier oben ist ein bisschen dünn. Dazu hat der mit 50 Pfund doch ein bisschen viel Power. Diese dünnen Carbon-Pfeile sind richtig genial für so eine, für diese Kaya oder überhaupt für so Reiterbögen. Dass ihr das mal kurz seht, auch durch diese dicke Stronghold-Matte gehen die mit dem 50 Pfund Kaya KTB-Carbon durch und steckten hier noch zum Teil im Holz mit drin. So, jetzt habe ich noch mal so eine Holzpfeile mit so einer mittelalterlichen Bodkin-Spitze hier. Naturfedern. Schauen wir mal, wie die so. Ups, Bogen richtig rum. Wie die funktionieren damit. Jawohl.
So, auch die vier Holzpfeile zeige ich euch noch mal. Auch hier habe ich wieder einen verrissen. Ja, die habe ich jetzt bewusst ein bisschen weiter auseinander geschossen, weil das ein bisschen schade wäre, wenn man hier kaputt schießt. Genau. So sieht das aus. Funktioniert also auch. Macht auf jeden Fall saumäßig viel Spaß. So, wie immer ein kurzes Fazit am Schluss. Kaya KTB Carbon, hier 48 Zoll, 50 Pfund Zuggewicht. Eine absolut hundertprozentige Empfehlung. Das Teil macht richtig Spaß. Das ist leicht, führig, super schneller Bogen, super starker Bogen. Ich kann generell alle Bögen von Kaya, diese koreanischen Dinger von Kaya hier empfehlen. Auch der Windfighter ist eine hundertprozentige Empfehlung. Mache ich irgendwann auch nochmal ein Video zu, wenn ich wieder einen habe. Macht richtig Spaß, und was ich jetzt gerade übe, ist hier so eine schnelle Schusstechnik, wo ihr mehrere Pfeile in der, ja, in der Pfeilhand quasi haltet und dann sehr schnell einloggen könnt, wieder den nächsten Pfeil. Und so eine schnelle Schussfolge kriegt ihr einfach nur mit einem Reiterbogen hin und mit der Daumentechnik. Das ist schon eine richtig coole Sache. Also wer da Spaß dran hat, da gibt es ganz viele Videos im Netz drüber bei YouTube, wie man das macht und womit man am besten anfängt. Mit 50 Pfund natürlich nicht, wenn ihr kompletter Anfänger noch seid. Ja, da fängt man dann vielleicht mit 20 Pfund an oder 25 Pfund Zuggewicht oder so, aber da gibt es etliche Videos drüber im Netz. Also, hundertprozentige Empfehlung. Das war es erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal bei German Blanket Airgun Reviews. Ciao, Leute.